Wir schildern in Brandenburg, also in der Lausitz, im sorbischen Siedlungsgebiet, alles auch auf Sorbisch aus, also bilingual, auf Deutsch und auf Sorbisch. Und viele denken dann, oh, bin ich etwa schon in Polen? Nein, man ist hier im sorbischen Siedlungsgebiet. Und das ist unheimlich wichtig, dass die Leute verstehen, was die Vergangenheit auch in gewisser Weise war. Und ich bringe die Geschichte heute mit, um noch mehr Leuten von den Sorben zu erzählen und dass man mehr darüber weiß und mehr Leute Interesse daran haben. Die Sorben sind ein slawisches Volk, was kein Land in dem Sinne hat. Sie haben sich deshalb damals in Deutschland niedergelassen und sind eine von vier Minderheiten in ganz Deutschland. Es gibt Obersorben und Niedersorben und die verteilen sich auf die Lausitz. Es gibt deutlich mehr Obersorben als Niedersorben. Man schätzt etwa dreimal so viel. Das liegt vor allem daran, weil in der Oberlausitz noch deutlich mehr Sorbisch gesprochen wird und dort auch viel mehr Muttersprachler sind, die ihre Kinder noch Obersorbisch erziehen. Die Sorben sind wichtig für Brandenburg, weil es einfach Teil der Kultur ist und sie so viel mitbringen. Es bringt ganz viel Freude, ganz viele Veranstaltungen, wo Leute zusammenkommen und ganz viel Spaß haben. Mein Name ist Jennifer Zeuke. Ich bin 22 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Spreewald und wurde in Cottbus geboren. Ich habe seit dem Kindergarten über die Grundschule bis zum Gymnasium, bis zu meinem Abitur am VITEP-Projekt teilgenommen und dort die sorbische Sprache gelernt und auch die Kultur und alles, was dazu gehört, lieben gelernt. Das VITEP-Projekt wurde ins Leben gerufen, um die sorbische Sprache zu rekultivieren. Die Idee dahinter ist, dass wir seit dem Kindergarten die sorbische Sprache bilingual erlernt haben. Diese Bilingualität sollte dazu führen, dass man ein besseres Sprachgefühl entwickelt und quasi wie ein Muttersprachler am Ende aufwächst. Wir waren im Kindergarten um die 7 Leute und an der Grundschule dann auch. Am Gymnasium waren wir dann mehr, weil mehrere Vita-Gruppen zusammengeschlossen wurden zu einer Vita-Klasse. Aber das hat einfach verbunden miteinander. Man hat ganz viel gemeinsam gemacht. Man hat die sorbischen Bräuche zusammen erlebt und gelernt. Man hat das alles zusammen durchgeführt. Man hat mit den Lehrern eine viel engere Bindung, weil man sich viel öfter sieht. Und das ist einfach auch so ein Stückchen Familie dann am Ende geworden. Und ich selber sehe mich auch als Sorbin, weil ich gerne die Kultur aufrechterhalten möchte, weil ich die Sprache am Leben erhalten möchte und einfach so viel damit verbinde, vor allem weil ich es so lange schon mache.